Lieber Zwilling, herzlich willkommen zu deinem September-Taroskop, September 2024. Schauen wir uns hier in diesen Videos an, wie sich dein September gestalten möchte, was er für dich bereithält. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was wird wichtig und ausschlaggebend? Oder aber auch, was solltest du am besten außer Acht lassen? Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Bitte drück drauf. Du wirst automatisch weitergeleitet. Der Zwilling im September, bitte. Es ist nicht leicht. Ausrutschgefahr. Doch du hältst fest, fast verbissen. Warum, lieber Zwilling? Lohnt es sich? Du möchtest an deiner Idee festhalten, an deinem Vorhaben, denn du weißt, du bist dazu bestimmt, du bist der oder die Einzige, die das wuppen kann. Doch, lieber Zwilling, mit so viel Verbissenheit geht das Außenrum, das Leben an dir vorbei. Der September möchte dich einladen, einen Weitblick zu bekommen. Oft, wenn man eine Sache verlegt hat, diese sucht, diese verbissen an einer Stelle sucht, so nach dem Motto, da habe ich sie doch hingelegt. Geh doch ein paar Schritte zurück, schaue dir den ganzen Raum an und schon wirst du sie finden. Genauso ist es mit dem, was du suchst, was du möchtest, das sich erfüllt. Und du wirst sehen, du findest. Und zwar größer, prächtiger, außerordentlicher, als du dir vorgestellt hast. Schauen wir uns das Thema an, welches dich im September begleiten darf. Unter welchem Stern steht der Zwilling im September? Sie sagen, die Palmen, die du einst aufsuchtest, sie sind zu dir nach Hause gekommen. Palmen, widerstandsfähig, nahrhaft, schattenspendend und man kann sie sogar als Aussichtsturm benutzen. Der September möchte, dass du offen bist für jemanden, der am 5. bis 10. September auf der Bildschirmfläche auftritt, möchte, dass du dich mit diesem verbindest, mit diesem Wissen verbindest, offen für die Vermittlung bist. Doch der September möchte gleichermaßen, dass du einen Raum füllst. Dieser Raum voller Wissen, voller Selbstvertrauen, voller Autorität, voller Visionen. Bist du ein Visionär, lieber Zwilling? Stelle dir die Farben des Regenbogens vor. Das Licht, das in allen Farben sich bricht. Schimmernd, schillernd, hell und leuchtend. Das, was du im Regenbogen im Außen erkennst, ist auch in dir. Gehen wir in die Details.
Jemand überbringt die Rosen, falls es keine Rosen sind, andere bezaubernde Blumen. Vielleicht möchte jemand wieder etwas gut machen, insbesondere wenn es sich um ein Feuerzeichen handelt, ein Widder. Doch hast du einen Sinn dafür? Hast du Kopf dafür? Die Konflikte, die du momentan ausstehst oder besser gesagt aussitzt. Ein Machtkampf zwischen dir, 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 inmitten von anderen Menschen, wo du gar nicht weißt, wie du dort eigentlich hineingeschlittert bist. Es geht um Materielles, es geht um Werte, es geht um Sicherheit. Es geht um eine männliche Energie, die sich behaupten möchte. Dir gegenüber behaupten möchte, fast schon dir die Füße auf den Kopf stellen möchte. Doch erinnere dich an die Worte zu Anfang, wie wenn du eine Sache verlegt hast, du suchst und suchst immer an der gleichen Stelle. Trete einige Schritte zurück, bekomme den Weitblick. Was diese Person möchte oder nicht möchte, ist nicht deine Baustelle. Es geht darum, was möchtest du eigentlich? Handle danach und geh aus der Rechtfertigung raus. Es reicht, wenn du sagst, so ist es. Gut. Und jetzt, sei bereit für dein Handeln Verantwortung zu übernehmen, für die Handlungen in der Vergangenheit Verantwortung zu übernehmen und du richtest dich innerlich gleich ganz anders auf. Ein Streit, Streitgespräch, eine Diskussion. Ich denke, du hast gar keinen Nerv mehr für so etwas. Es ist für dich wie Schnee von gestern. Vielleicht kann eine aufrichtige Entschuldigung alles entschärfen. Eine aufrichtige Entschuldigung, damit ist nicht gemeint, dich zu rechtfertigen, sondern in die Akzeptanz zu gehen der Handlung. Ein Stier fordert. Eine Jungfrau schieb dich in eine ganz bestimmte Schublade. Dir war diese Schublade von Anfang an etwas zu eng, doch jetzt ist sie knalleeng. So nach dem Motto, wie komme ich aus der Nummer raus? Du kommst, jemand hilft dir. Doch dies fordert absolute Ehrlichkeit. In erster Linie zu dir selbst, in zweiter Linie deinem Gegenüber. Denk immer dran, lieber Zwilling, was ist die Absicht dahinter? Die Brücken, die du aufrecht erhältst, die Brücken, die du zwar begehst, wo du aber auf der Hälfte der Strecke stehen bleibst. Brenne sie nieder. Sie sind keinem mehr von Nutzen. Und wenn dann erst der Blitz einschlägt,
die Erkenntnis kommt, gut möglich, dass du dich gleich hinab ins Wasser stürzen möchtest von dieser Brücke. Doch da würden deine Emotionen überhand nehmen und es wäre die falsche Entscheidung. Du weißt, Wasser, das Sinnbild für unsere Gefühle, unsere Emotionen, das Feuer. So, wer ist stärker? Jedenfalls setzt du Grenzen. Du möchtest keine Geheimnisse mehr, du möchtest absolute Ehrlichkeit und du wirst transparent im Handeln. Das ist gut, doch gut möglich, dass du einen Schützen oder einen Krebs dabei mit offenem Mund hinter dir stehen lässt. Tja. Dann, wenn du denkst, dir fällt der Himmel auf den Kopf und es keinen Ausweg mehr gibt, zeigt dir der Grund unter deinen Füßen einen Ausweg. Ja. Man muss nicht immer über Land von A nach B kommen. Es gibt auch die geheimen Umwege. Und die schauen wir uns jetzt im Extended an. Bis gleich. Wir freuen uns auf dich. Ciao.